Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum dritten Chefs Home Office Talk mit Martin Bieri vom Guardaval, Meiersess Hotel Guardaval in der Lenzerheide. Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit gehabt hast. Heute, wir haben ja eine kurze Osterpause gemacht. Wir haben bereits schon zwei Interviewpartner gehabt. Das ist der Philipp Audolenski und Silvia Manser. Und wir gehen jetzt in dem Fall von Lenzburg über das Appenzell ins Bündnerland. Lieber Martin Bieri, erzähl uns ein bisschen, wie es bei euch aussieht jetzt im Hotel. Du führst ja das Restaurant bei euch im Hotel, im Meiersess Hotel Guardaval. Hast 16 Gomio-Punkte und einen Michelin-Stern. Herzliche Gratulation noch da dazu. Und wie sieht das jetzt so ein bisschen aus, dein Tagesablauf im Moment? Ja, den fixen Tagesablauf habe ich momentan so gesehen nicht. Der Anfang ist recht speziell gewesen, oder? Wir sind aus der laufenden Saison rausgerissen worden. Wir waren zwar schon so ein bisschen am Abfahren gewesen, für so ein bisschen vorortlich ist es immer so ein bisschen ruhiger, sind wir schon ein bisschen am Abfahren gewesen. Und dann haben wir halt Schlag auf Schlag zuerst das Restaurant zugemacht müssen, oder ja, auch andere auch. Und dann eine Woche später haben wir beschlossen, dass wir das Hotel auch zumachen, weil es ist eigentlich niemand mehr gekommen. Und wer hätte auch wollen kommen, oder? Sie hatten ja die Möglichkeit, das Hotel weiter offen zu haben, dann einfach nur für Hotelgäste zu kochen. Ich habe aber von vielen Hotels gehört, die offen sind oder immer offen sind oder auch in der Stadt, dass es da eigentlich nur so kalte Verpflegung gibt. Und so wäre da ganz normal möglich gewesen, normal zu kochen für die Hotelgäste. Ja, also wir haben ja noch eine Woche haben wir das gemacht. Oder? Wir haben ein bisschen geschaut, logisch, wir haben ein bisschen zusammengestrichen, aber wir haben natürlich auch nicht zu viel. Wollen zusammenstreichen oder das Programm verkleinern, weil wir gesagt haben, wenn die Gäste jetzt schon da bleiben, wollen wir es jetzt nicht auch noch bei uns im Hotel einschränken, was das Essen anbelangt. Es hat gewisse Sachen gegeben. Frühstückswürfen haben wir logischerweise nicht mehr gemacht, in dem Ausmaß, wie wir das sonst gemacht haben. Das Abendangebot haben wir auch von beiden Restaurants ein bisschen kombiniert, dass sie die Möglichkeit haben, gleich noch so ein bisschen etwas aus dem Gourmet-Segment oder etwas aus dem normalen Angebot rauszuessen. Aber wir haben dann gemerkt, oder, von 12 Zimmern, die reserviert haben, sind schlussendlich vielleicht 4 oder 5 effektiv da gewesen. Oder? Du hast dann gleich eingekauft und sonst ist ja niemand. Oder? Spontanität hat es sowieso nicht gegeben. Und da haben wir dann auch, wo es dann noch ein bisschen restrikter ist worden mit den Einschränkungen, haben wir dann auch gesagt, das bringt einfach nicht mehr. Und wir sind halt hier in den Bergen, wir sind auch nicht im Dorf unten, oder? Und so mit die ganze Geschichte mit Takeaway oder irgendetwas für daheim anzubieten, haben wir so kurz überlegt gehabt. Aber ja, wenn niemand da ist, hat Lenzerheide halt nur 1500 Einwohner, oder? Und die sind sich das gewöhnt, Zwischensaison, also jetzt ist eigentlich, sich selbst zu verpflegen, weil es hat auch sonst niemand offen. Also die Situation ist hier einerseits speziell, andererseits fühlt es sich eigentlich an, wie eine sehr ruhige Zwischensaison, oder? Also. Martin, man hört dir an, du bist kein Urbündner. Du kommst, glaube ich, irgendwo aus dem Bernbiet. Also wow. Ich weiß es natürlich, du bist ein Emmentaler. Wie kommt ein Emmentaler ins Bündnerland nach Lenzer, in die Lenzerheide? Ja, ich bin ja über Umwege von Davos, wo ich vorher 8 Jahre gesehen bin, auf die Lenzerheide gekommen. Auf Davos bin ich eigentlich ganz aus einem einfachen Grund gekommen. Ich hatte ein gutes Jobangebot. Ich habe dann, mein nächster Schritt für mich war, ich muss noch etwas machen, wo ich so ein bisschen die grossen Geschichten, Bankette, Caterings anschauen kann. Und das habe ich mal so einem Stellvermittler gesagt, falls mal so etwas ergibt. Kannst du dich mal melden und kurz darauf abhängen? Das finde ich jetzt ein ganz spannendes Thema. Also ihr lauft auch Köche oder beziehungsweise Chefköche oder Gourmetköche, jetzt eher im Hotelbereich natürlich, ihr lauft auch über quasi Headhunter, Stellenvermittler. Das ist also, weil ihr seid ja eigentlich so eine kleine Branche, man kennt sich, aber da läuft auch noch viel über Vermittlung. Da läuft sehr viel über Vermittlung, respektive du bekommst sehr viel Angebot, oder? Das ist jetzt eigentlich... Du nimmst ja nicht immer Gebrauch von dem, aber du bist logisch, ich bin auch beim einen oder anderen bin ich bekannt, oder? Und die sind auch immer im Kontakt und so. Dann musst du ab und zu mal sagen, hey, jetzt habe ich etwas für 3, 4, 5 Jahre, oder? Ich suche nicht. Und
Aber da läuft sehr vieles und sehr viele Stellen. Also du bekommst ja manchmal mit, oh, neuer Küchenchef. Mich oder mir in der Szene wissen das meistens schon ein halbes Jahr vorher, dass der vielleicht ein neuer Küchenchef kommt, weil vielleicht bist du angefragt worden. Das läuft alles vieles so hinten durch und nicht über Inserat oder die klassischen Medium, wo du vielleicht einen Koch suchst. Oder? Jetzt ist ja das bei dir ganz speziell. Du bist ja, ich habe vorher mit Silvia Manser und mit dem Philipp Adolenski typische Vertreter von einer Gastrobranche von Köchen, die eigentlich eher für kleinere Restaurants, sehr gourmetmässig kochen tun für ihre Gäste. Du bist jetzt eigentlich von deinem Werdegang, das war Jungfrau Victoria, das ist Seehof Davos, wie wir vorher gehört haben, Schweizerhof Bern, Edenrock, in Ascona, Palas Luzern und so weiter. Sehr schöne Namen natürlich. Und du bist dich aber gewöhnt, in einem Hotel zu kochen, für Hotelgäste und für Auswärtige. Was ist das, was ist daran anders, in einem Hotelrestaurant zu kochen, als in einem kleineren Gourmet-Restaurant, sagen wir jetzt mal, auf dem Land oder in der Stadt? In einem Hotel, es ist vielleicht, in gewisser Hinsicht ist es vielleicht einfacher, oder? Aber nicht vom Kochen, vom Angebot her, sondern von der Manpower her, oder? Du hast natürlich in einem Hotel hast du viel mehr Möglichkeiten, Manpower in der Küche oder im Service oder irgendwo aufzubauen. Wir jetzt auch, oder? Wir haben zwei Restaurants, oder? Wir haben noch eine Bankette, eine Hochzeitsabteilung. Da kannst du natürlich viel mehr es gibt viel mehr Möglichkeiten. Was aber deutlich schwieriger ist, ich habe gerade die Diskussion letzte Woche gehabt, völlig unabhängig, dass du das jetzt ansprichst. Eigentlich ist es ja viel schwieriger in einem Hotel. Weil, wenn ich jetzt ein Restaurant habe, also nur ein Gourmet-Restaurant, dann habe ich mein Angebot, oder dann habe ich mein Menü, mein à la carte und die Produkte habe ich im Haus. Oder? Und der Gast erwartet jetzt auch nicht, dass du außerhalb von diesem Angebot irgendetwas im Haus hast. In einem Hotel, vor allem im oberen Segment, oder 4 Sterne Superior, 5 Sterne, 5 Sterne Superior, da erwartet eigentlich der Gast immer, weil es ist ja ein Hotel, du hast verschiedene Restaurants, du hast Frühstück, du hast Bankett und so, der erwartet eigentlich immer, du hast alles da. Oder du kannst nicht am Abend sagen, oh, ich habe kein Lachs da. Aber es hat doch im Frühstück Lachs gegeben, oder? Oder wenn jetzt jemand anspricht, er würde gerne etwas mit Ananas haben. Er weiß genau, du hast ein Frühstücksbuffet Ananas gehabt, zum Beispiel. Oder kannst du am Abend nicht sagen, wir haben jetzt keine Ananas im Haus, weil das jetzt nie auf unserem Menü ist. Oder? So, viel ein breiteres Angebot, aber die Erwartung ist viel breiter von einem Gast. Oder? Das ist jetzt nicht negativ gemeint, weißt du? Es ist einfach, der Gast kommt mit einer völlig anderen Erwartung in ein Hotel oder Restaurant, als in ein Restaurant, wo jetzt eigentlich nur explizit für sein Konzept steht. Oder? Was mich auch noch wundernimmt, ist, der Gast, der Hotelgast, der bleibt ja vielleicht durchschnittlich jetzt in einer Ferienresidenz 3-4 Tage bis zu einer Woche im Durchschnitt. Und dann muss man ihn eigentlich jeden Tag neu befriedigen oder überraschen. In einem normalen Gourmet-Restaurant hat man selten Gäste, die jeden Tag kommen oder in der Woche zweimal. Sondern die kommen sicher wiederkehrend, aber sind vielleicht jeden Monat eine Stätte. Ist denn das schwieriger, zum einen Gast zu befriedigen, der 4-5 Tage dort ist und immer wieder etwas anderes erwartet? Wir haben den 3-Tages-Gast, sage ich jetzt mal, der ist ja, wenn 3 Tage bei uns ist wahrscheinlich zweimal bei uns, oder? Darum haben wir auch zwei Restaurants. Da kann er vom einfachen Restaurant kann man dort essen und eins im Gourmet-Restaurant. So, und bis zum nächsten Aufenthalt haben wir sicher wieder ein paar neue Sachen auf der Karte, oder vielleicht wollt ihr gar nichts anderes, vielleicht wollt ihr genau das, was er das letzte Mal gehabt hat. Aber, wie du sagst, Weihnachten, Sportferien, Sommerferien, wo die Leute bis zu 14 Tage bleiben. Dort ist die Herausforderung da, oder? Weil einerseits wollen wir dem Gast die Abwechslung bieten, für das er bei uns isst. Und das wird dann recht schwierig. Im Gourmet-Restaurant zum Beispiel, Weihnachten, habe ich fast 3 Wochen lang täglich ein neues 6-Gang-Menü gemacht. Das ist ein riesen Aufwand, riesig. Ja. Aber durch das haben wir jeden Tag das Restaurant voll gehabt. Und haben auch sehr viele Hausgäste gehabt, die 4, 5 oder 6 Mal im Gourmet-Restaurant gegessen haben, weil sie jedes Mal die Möglichkeit hatten, ein anderes Menü zu essen. Oder, Klassiker vom à la carte, ist sie immer verfügbar, auch etwas von der können essen. Aber das ist ein immenser Aufwand. Ja, jetzt, was gerade auch noch sehr interessant ist, sind natürlich eher anzahlmässig von den Hotelzimmern her ein kleineres, aber sehr exklusives Hotel.
das Guardaval. Wie viel haben die auswärtige Gäste im Restaurant und wie viel haben die interne Hotelgäste? Wir haben ja auch sehr viele Leute aus der Lenzerei, die euch ein Restaurant kommen holen, essen. Wir sind ja doch eines der bekanntesten Restaurants auf der Lenzerei. Und somit, wie viele auswärtige Gäste Prozent haben die Röpfe? Also, aufs Ganze, also jetzt im Gourmet-Restaurant ist es aufs ganze Jahr gesehen, gehen wir ungefähr von einem Drittel aus, der extern ist. Wenn die Hochsaison ist, kommen die Externen weniger, weil dann wissen sie, wir geben unserem Hotel fast immer eine Platzgarantie. Dann wissen sie, es ist fast nicht möglich, einen Tisch zu bekommen bei uns während der Hochsaison, wie nach der Sportferien oder so. Aber das ganze Jahr ist das etwa, durch das, dass wir auch Zwischensaison offen haben, wir sind ja ganz Jahresbetrieb eigentlich. Ich meine, in der Zwischensaison kommen nur die Ortsansässigen oder die, die hier ein Häuschen haben, die jedes Wochenende oben sind. Das sind auch unsere Gäste primär in der Zwischensaison. In beiden Restaurants, im Gratmarost, im normalen Restaurant, dort ist es sogar wahrscheinlich prozentual ein bisschen mehr als im Gourmet-Restaurant. Weil Rex dann kommt auch nicht jede Woche ins Gourmet-Restaurant. Aber es gibt solche, die kommen regelmässig ins Gratmarost, sehr regelmässig. Also das ist ja eigentlich auch die Eigenheit bei euch im Guardaval, dass ihr 365 Tage offen habt. Das ist ja etwas, was selten ist in den Bergen oben, aber natürlich auch bei eurer Grössenordnung, weil ihr eben eher ein kleines, exklusives Hotel sind, natürlich auch durchaus machbar, weil ihr da in Zwischensaisons natürlich sehr wahrscheinlich auch mit Seminaren und so weiter auch gewisse Sachen könnt füllen. Das hilft sicher sehr. Jetzt, wie siehst du aber nach dieser Zeit, bald sollte es ja wieder aufgehen, so hoffen wir, wie siehst du nach dieser Zeit oder wie sieht das Management, wie sieht die Direktion von eurem Hotel, die Entwicklung vom Tourismus bei euch in der Lenzerei und überhaupt im Bündnerland oder in den Schweizer Bergen? Denkt ihr, es wird weniger Leute geben, die ins Ausland gehen und mehr Leute werden in der Schweiz bleiben, was ja dann wiederum positiv wäre wieder für die Zukunft oder wie seht ihr das Szenario ganz kurz gesagt, was die Zukunft anbelangt? Ja, wir haben das auch schon so ein kleines Gremium gesprochen. Wir treffen uns immer eine Woche, also jetzt heute Morgen zum Beispiel, für so ein bisschen bauliche oder konzeptionelle Geschichten zu besprechen. Jetzt ab dieser Woche sind jetzt wieder alle Kader in der Region, sagen wir es mal so, oder, dass man sich auch wirklich intensivieren kann. Ja. Aber wir gehen schwer davon aus, jetzt im kleinen Gremium gehen wir schwer davon aus, dass wir sehr viele Schweizer werden haben dieses Jahr. Also, wir haben sonst schon viele Schweizer, also wir haben überdurchschnittlich sehr viele Schweizer bei uns im Hotel. Aber wir vermuten auch sonst, dass der Schweizer an und für sich im Land bleiben wird oder Tagesausflüge oder Wochenende. Es könnte sein, dass wir mehr wandern, in die Berge gehen, anstatt an den Strand. Oder? Das gehen wir schwer davon aus. Und auf das tun wir jetzt auch ein bisschen vorbereiten, dass wir dann ab Juni, Juli parat sind, wenn das passiert. Okay. Gut, Martin, vielen herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, das wir jetzt hatten. Über was eben in einem Hotel überhaupt abgeht mit der Küche und was heisst das anders an Organisation und so weiter. Das war sehr, sehr spannend gewesen. Und bis jetzt haben die beiden Gäste je noch zwei Wünsche müssen beantworten. Ich möchte jetzt einen Wunsch an dich äußern. Lieber Martin, erstens vielen herzlichen Dank noch einmal. Du bist ja auch bei uns schon mal am Genussfilmfestival gewesen. Das war letztes Jahr gewesen, ist ein wunderschöner Abend gewesen. Und jetzt möchten wir noch ein bisschen Lenzerei zu uns in die Stube reinbringen. Kannst du uns nicht schnell mit dem Computer, wir sehen dort hinten, hast du das Fenster, schnell rausführen in die Bergwelt und das so als Abschlussbild bringen. Das wäre wunderbar. Mache ich gerne, ich gehe schnell auf den Balkon raus. Aber ich muss vorwarnen, wir sind hier sehr, sehr privilegiert gegenüber dieser Stadt. Okay. Also, dann vielen herzlichen Dank und dann gehen wir mit dir schnell auf den Balkon raus. Und geniessen die Aussicht von dir zu Hause. Es ist natürlich auch sicherlich schön, wenn man in einem so schönen Hotel dann auch zu Hause sein kann. Bist du überhaupt im Hotel zu Hause, oder ist das... Nein, ich wohne gerade vis-à-vis. Ah, okay. Das Hotel ist eigentlich jetzt gerade vis-à-vis da, wo du jetzt gerade den Blick da hast. Wow, jetzt... Jetzt hat man etwas gesehen. Sehr schön. Also wir sehen, in den Bergen hat es noch Schnee, aber unten hat es schon bereits keine.
Und für alle, die das geniessen wollen, sobald es wieder aufgeht, freuen wir uns natürlich, euch zu sehen im Meiersess Hotel Gardewal in der Lenzerheide. Vielen herzlichen Dank, Martin Bieri, für die Aussicht und für das, dass wir reden können. Alles Gute, mach's gut. Toi, 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 bei der Eröffnung und ich wünsche euch ganz viele Gäste. Danke, merci vielmals. Danke auch, Martin. Ja, danke. Merci, tschüss, ciao. Ciao, merci.